Bis zur Winterpause werde ich jetzt hier mittrainieren, komplett alles, dass ich eben wieder so werde wie vorher. Ich bin individuell sehr viel mit dem Athletiktrainer am Arbeiten. Selbst übers Jahr hinaus ist alles möglich, dass ich weiterhin hier trainiere. Ja, also rein sportlich gesehen war natürlich die Zeit bei Erzgebirge Aue für mich die wichtigste. Die 20 Zweitligaspiele, die ich dort machen konnte. Herzlich willkommen in Cottbus. Jahre sind vergangen, nun bist du wieder da. Wir haben dich aber nicht aus den Augen verloren. Das habe ich dir mal vorab gesagt. Wie kam es denn dazu, dass du plötzlich und unerwartet hier wieder angedockt hast und gesagt, für Cottbus würde ich gerne spielen? Ja, also der Kontakt ist auch von meiner Seite eigentlich nie abgebrochen. Ich habe natürlich auch immer einen Blick auf den Verein gehabt und mit Jonas Hildebrand habe ich auch einen sehr guten Kumpel hier in der Mannschaft. Mit dem habe ich in Köln zusammengespielt. Und für mich war es einfach wichtig, nach meiner langen Verletzung zu sehen, wie kann ich bestmöglich wieder herangeführt werden, zu meiner alten Stärke auch zurückzukommen. Und dann hat sich eben mit Wollitz und den Jungs im Team auch die Möglichkeit ergeben, dass ich hier trainieren kann mit dem Athletiktrainer. Die Physios machen wirklich einen super Job mit mir, machen es mir ja, extrem leicht, wieder zu meiner alten Stärke zurückzufinden. Und ja, es wäre eine Win-Win-Situation. Also für mich wäre es super, wenn ich hier wieder meine ersten Schritte sozusagen nach der Verletzung gehen kann, in einem gewohnten Umfeld und in der Situation, in der sich der Verein befindet. Denke ich, dass man da dann voneinander profitieren kann, um eben die gemeinsamen Ziele dann irgendwie ins Auge zu fassen und zu erreichen. Wie sieht dein eigener Fahrplan aus? Der Trainer hat gerade gesagt, ja, wir werden Geduld brauchen. Genau, also wir haben jetzt kein Datum festgelegt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt unsere Frist. Bis dahin muss ich wieder der Alte sein und dann schauen wir weiter, sondern wir haben jetzt gesagt, ganz klar, bis zur Winterpause werde ich jetzt hier mittrainieren, komplett alles, dass ich eben wieder so werde wie vorher. Ich bin individuell sehr viel mit dem Athletiktrainer am Arbeiten. Selbst übers Jahr hinaus ist alles möglich, dass ich weiterhin hier trainiere und eben dann irgendwann ganz in Ruhe entscheiden werde mit dem Verein, ob man zusammenkommt, ob das Sinn macht, ob ich wieder so weit bin. Und ja. Dementsprechend setzen wir uns dann zusammen, ganz ohne irgendwelche zeitlichen Rahmen. Als du dann Cottbus weggegangen bist, warst du ja hier bei Papa Silva erst in der Juniorenmannschaft und dann auch in der zweiten Mannschaft Energie, bist dann mit ihm nach Neugersdorf mitgegangen und dann hat dein eigentlich doch großer Weg begonnen. War denn Papa so in großer Manier dein Ziehvater, der dich so weit gebracht hat, dass du sogar Bundesligaspieler geworden bist in Ansätzen? Ja, also mit Vrajel hatte ich wirklich eine sehr gute Verbindung. Klar, es fing hier alles an. Er ist ja auch Innenverteidiger gewesen, konnte mir da auch sehr viel mitgeben. Zwischenmenschlich hat es super funktioniert. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mitgegangen nach Neugersdorf, das muss man auch sagen. Er hat mir diese Möglichkeit ja eröffnet, da im Herrenfußball in der Regionalliga Nordost in jungen Jahren schon Fuß fassen zu können. Hat mir sehr viel mitgegeben. Wir hatten auch sehr viele Gespräche. Also es ist nicht nur so, dass er auf dem Platz irgendwie bei mir nah war, sondern wir hatten auch so ein gutes Verhältnis, haben auch Kontakt gehalten, haben viel geschrieben. Auch als ich dann mal in Cottbus, ich glaube, ich war einmal hier das DFB-Pokalspiel schauen. Gegen Freiburg war das damals, glaube ich. Da haben wir uns auch gesehen. Also ist schon eine große Personale für mich gewesen, ja klar. Und das war dann der Einstieg in den größeren Fußball. Da gab es dann doch die Mannschaften wie Mainz, wie Köln. Und wenn wir beim Stichwort Köln sind, da gab es eine ganz besondere Situation. Die erste Mannschaft des 1. FC Köln war ziemlich gebeutelt, personelle Schwierigkeiten. Und dann musste man zu Bayern München fahren. Und dann hat man so einen Burschen aus der zweiten Mannschaft einfach mal mit in den Bus gesetzt und ist nach München gefahren. Und siehe da, Philipp Kusic kann für sich behaupten, gegen den FC Bayern München, wenn auch nur knapp 20 Minuten gespielt zu haben. Ja, das war natürlich damals in der Europa-League-Saison von Köln. Da sind die mit der Doppelbelastung, haben sich ziemlich schwer getan, mega viele Spiele ausgefallen. Eigentlich auch nur deshalb kam ich überhaupt in den Genuss, oben mitzutrainieren und eben dann auch für das Spiel eingeplant zu sein. War natürlich ein sehr schöner Moment, eine sehr schöne Erinnerung, auf die ich zurückblicke, dass da dann alles so gepasst hat. Wir haben dann auch echt ein gutes Spiel gemacht, haben keine Packung bekommen mit irgendwie mit 5, 6 Gegentoren, sondern nur 0-1 verloren. Aber ja, die Mannschaft war natürlich extrem gebeutelt. So ist es zustande gekommen. Ich habe es sehr dankend mitgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde noch sehr lange daran zurückblicken. Ja, es war wirklich toll.
außer Cottbus deine Startphase, welches war denn für dich die schönste Station, das schönste Erlebnis hast du gerade skizziert. Was war denn an welchem Verein gab es für dich so die schönste Zeit? Du hast ja unendlich viele Zweit- und auch Drittligaspiele gemacht. Daran orientiert sich bestimmt auch vieles. Ja, also rein sportlich gesehen war natürlich die Zeit bei Erzgebirge Aue für mich die wichtigste. Die 20 Zweitligaspiele, die ich dort machen konnte, die haben mich dann letztendlich auch erst zu dem Profi gemacht, so der ich jetzt auch heute bin. Das habe ich auch Daniel Meyer zu verdanken, der ja auch eine Cottbuser Vergangenheit hat. Er hat mich damals schon zu Köln geholt und nach Köln eben mit nach Aue genommen. Da war er mein Trainer. Das war so rein sportlich gesehen natürlich sehr schön, weil man in der zweiten Liga vor sehr vielen Zuschauern in schönen Stadien spielen kann. Genau, ja. Zurück nochmal zum Anfang. Du bist jetzt hier in Cottbus, hast deinen Fahrplan schon so grob umrissen. Wie gesagt, gespickt mit viel Geduld. Und der Trainer hat gesagt, du bist schon perfekt hier angekommen. Also es wird auf alle Fälle Kusic beim FC Energie Cottbus geben. Ich meine, wenn schon die Familie mit hierher geht, dann ist ja schon was dran. Ja, also es war mir sehr wichtig, mit der ganzen Family anreisen zu können. Ich bin vor 2 Monaten Papa geworden und wollte da eigentlich keine Minute, keine Nacht irgendwie verpassen, weil ja in der Anfangszeit wirklich sehr viel Entwicklung passiert. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass der Verein das uns ermöglicht hat, dass wir alle gemeinsam kommen und nicht nur ich irgendwie alleine dann in einem Hotelzimmer untergebracht werde. Das macht den Einstieg natürlich viel einfacher, wenn man die Familie um sich hat. Und es war sowieso nicht schwierig, weil ich ja schon hier in dem Verein war. Ich kenne viele Gesichter. Der André ist ja auch schon seit 10 Jahren jetzt, also schon viel länger, aber den kenne ich auch noch seit damals. Ja, das war wirklich alles super. So soll es ja auch bleiben. Ja. Dann wünschen wir eine gute Phase bis zum ersten Punktspiel, wann immer das auch sein wird. Wir haben große Hoffnungen in dich gesetzt, auf alle Fälle. Und du bestimmt auch in Energie. Ja, ich hoffe, dass ich die hohen Hoffnungen bestätigen kann. Und bin guter Dinge, dass mit meiner Verletzung, dass ich das hinter mir lassen kann und dann eben wieder zu alter Stärke kommen kann. Und dann schauen wir, wie es wird.